mittlerweile bin ich in Fosto Iguaçu angekommen und hatte heute aber nicht mehr genug Zeit, um zu den Wasserfällen zu fahren. Deswegen bin ich jetzt beim Dreiländereck in Paraguay, Brasilien und Argentinien. Brasilien, Argentinien und Paraguay. Den Obelisk in den Landesfarben gibt es in allen drei Ländern. Hier geht es zum Staudamm und da drüben geht es die nächsten Tage hin zu den Wasserfällen. Über diese Wege kommt man von einem Wasserfall zum anderen und überquert immer wieder den gleichen Fluss, der durch mehrere Inseln getrennt ist. Schöner Tag, wir sind kurzer Hose und T-Shirt richtig heiß. Deswegen wird es jetzt gleich Zeit für eine Abkühlung. Super, wir waren nur 5 Leute, der Guide war sehr organisiert und nett und wir waren ganze 11 Stunden unterwegs, was deutlich länger war als erwartet. Jetzt ist es aber erst 7, das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit und werde noch ein bisschen arbeiten. Das mache ich auf meinem Xiaomi Mi Notebook. Der ist nämlich super leicht und den kann ich überall hin mitnehmen, weil er ist auch sehr dünn und passt immer in meinen Rucksack und da werde ich jetzt noch ein bisschen was arbeiten. Auf der brasilianischen Seite hat man einen wunderschönen Panoramablick auf die Wasserfälle auf der argentinischen Seite. Dafür ist man hier allerdings auch um einiges weiter vom Wasser weg. Wenn ihr also wenig Zeit habt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die argentinische Seite zu besuchen. Auch auf der brasilianischen Seite ist beim Devil's Throat die Hölle los. Auf der brasilianischen Seite kann man auch Helikopterflüge buchen. Ich habe aber gehört, dass man das nicht machen soll, weil die Rotorblätter so laut sind, dass es die Tiere dort stört. Und was es hier noch gibt, ist der Vogelpark und da bin ich gerade am Weg hin, um mir ein paar Papageien und Tukane anzusehen. Der Vogelpark da ist kein regulärer Zoo, sondern die haben das Ziel, die 120 bedrohten Arten aus dem atlantischen Regenwald zu retten und lassen die Vögel dann natürlich auch wieder frei, wenn es möglich ist. Nicht nur den Park, sondern das gesamte Land. Das war nämlich leider schon wieder mein ganzer Aufenthalt in Brasilien. Ich möchte jetzt auch das einzige portugiesische Wort, das ich gelernt habe, einbauen. Also, obrigado fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!